Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu einer brandneuen Folge Fallout 4 hier auf Trend17 TV. Euer T, wie immer, für euch am Mike. Schön, dass ihr eingeschaltet, schön, dass ihr wieder dabei seid. So, ich habe ja das letzte Mal schon die Folge so ein kleines bisschen hier nochmal nachgespielt auf der PS5, jetzt die PS5-Version. Nochmal eben, weil ihr hatten ja schon geguckt, ob wir den hier auch aufkriegen. Gott. Warum soll der Vault-Tec das tun? Wenn doch nicht selbst auch noch ich übrig bin. Hallo? Der geht nicht auf. Ist da wer? So, hier können wir jetzt mal schön die Grafiken ein bisschen vergleichen. Also ich habe da jetzt nicht so die Riesenunterschiede gesehen. Die PS4-Version ist also auch super. Aber wir wollen natürlich das Neueste spielen hier. Okay. Nichts. Da geht's nicht weiter. Ja. Okay, Boxen, das ist... Oh, das wusste ich auch nicht. Da ist die dicke Schabe, genau. Das ist Verteidigung, okay. So, hier die Riesenkakerlake. Riesenkakerlaken? Was zum Teufel? Ist ja ekelhaft. Wir müssen nämlich auch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu viel Sachen mitnehmen, weil dann wären wir wieder zu schwer. Schreibtisch. Gucken, ob wir hier irgendwas rausfinden. Oh, da kann man noch nicht Band ab. Holoband. Minigame? Was ist das denn? Das ist ja abgefahren. Donkey Kong. Okay, geh mal hoch. Oh! Da habe ich ja doch gar nicht gesehen, dass da so ein Minispiel drin ist. Ist ja abgefahren. Okay. Oh! Okay. Ah! Gar nicht so einfach. So, einfach so machen wir noch. Ein bisschen schneller kann er nicht laufen. Okay. Oh, da gibt es sogar Punkte für. Jawohl. Okay. Haben wir sie gekriegt. Good game, yes. Okidoki. So. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob das vorher da auch schon drin war, in der alten Version. Keine Ahnung. Die haben das ja alles ein bisschen aufgepimpt hier. Okay, wo müssen wir jetzt lang? Ist hier richtig? Oh ja. Die tut nichts. Warum liegt meine Waffe hier? Ja.
So, geh mal weiter. Kakerlackenfleisch. Okay, hier können wir schon mal gucken, ob wir hier irgendwas... Skelett. Was ist hier passiert? Wo sind alle? Oh, das ist gut. So, hier muss man nämlich besonders... Da ist noch was. Ich will schließen. Okay, besonders gut looten hier in diesem Spiel. Das A und O. Muss das Terminal finden. Sperren. Terminal irgendwo. Da ist noch eins. Mautanweisung für Aufseher. Kyro. Betriebsprotokoll, Handbuch. Da, ne? Sehr geil bis jetzt. Cool, auch mit den Tipps hier. Ich muss sagen, die Synchro ist richtig gut. Das hat man selten bei Spielen, dass die Synchro so gut ist. Coole Stimmen auch. Sehr geile Synchro. Drücke R1. Okay. Kriege ich nicht genommen. Ah, ich muss den erst platt machen. Irgendwo muss hier noch so ein Vieh sein. Wo ist das Vieh? So, jetzt aber. Gib mir mal deinen Pip-Boy her. Nices Teil.
Da ist die Karte. Daten. Das ist Inventar. Genau, da sind wir gekommen, ne? Und hier sind die Treppe hochgegangen. Mhm. Die Ladezeiten sind aber deutlich kürzer jetzt. Da haben sie schon ein bisschen was dran gemacht. So. Das war der verschwundene Karawane. Genau, das war der Karte. Kann man keine Inventar nach Hause. Okay. Das ist überhaupt der richtige Weg. Das war doch hier lang irgendwie. Da war ein Gitter. Mal überlegen, ob das hier war. Von wo sind wir denn gekommen? Schon heftig, aber hier können wir schon mal anfangen zu gucken. Ob wir irgendwas mitnehmen können hier. Das ist schon mal gut. Kaffeekanne ist auch gut. Ah, wir können nicht Kram. Ich würde eigentlich ganz gerne.
Kann der eigentlich auch springen? In das Ding da reingucken. Da ist hier auch noch was. Holzkiste. Oder sind wir von da gekommen? Wo haben die dann gestanden? Keine Ahnung. Okay. Hier geht's auf jeden Fall raus. Erstmal zurechtfinden hier. Die Pitboy braucht die Weltkarte. So. Das ist auf jeden Fall. Mal gucken. Oh, die Ego-Ansicht. Ja, mega nice. Das ist ja mal geil. Muss hier irgendwo sein. Noch ist alles ruhig. Hier sind ja zig Häuser, wo ich was abernten kann. Was ist hier denn schon wieder für ein Vieh? Blödes Vieh, ey, sind die nervig. Yum yum, russische Eier. Hätte ich doch nur eine Haarklammer. Stimpack, das ist schon mal geil. Okay.
Aber wir sollen hier erstmal nach Hause. Das machen wir jetzt so erstmal. Da. Das Cosworth. Die alte Kröte. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Der lebt immer noch. Du bist es wirklich. So ist es, mein Lieber. Cosworth. Was ist mit der Welt passiert? Mit der Welt, Sir? Außer, dass unsere Geranien immer noch der Stolz von Sanctuary Hills sind, ist es hier leider unglaublich eintönig. Es wird viel aufregender sein, wenn Sie und Ihre Frau wieder da sind. Wo ist Ihre bessere Hälfte überhaupt? Sie haben sie getötet. Sir, was Sie da sagen, diese schrecklichen Dinge, ich glaube, Sie brauchen Ablenkung. Ja, eine Ablenkung von dieser grässlichen Stimmung. Wir haben so lang schon nichts mehr mit der Familie gemacht, Dame. Oder vielleicht eine Scharade? Sean liebt das. Ist der Junge bei Ihnen? Cosworth, hör mir genau zu. Hast du ihn gesehen? Hast du Sean gesehen? Ihre Frau hatte ihn, wissen Sie noch? Vielleicht ist sie zu den Parkers gegangen, um einen Termin zum Spielen zu vereinbaren. Sie ist bestimmt schon bald wieder mit ihm zurück. Er ist fort, verdammt! Jemand hat ihn entführt. Sie haben mir meinen Sohn weggenommen. Es ist schlimmer als gedacht. Sie leiden an durch Hunger hervorgerufener Paranoia. Nach 200 Jahren ohne richtiges Essen kommt sowas vor. 200 Jahre? Was? Hast du... Eigentlich etwas mehr als 210, Sir. Wenn man die Erdumdrehung und ein paar kleine Schäden im Chronometer einrichtet. Das heißt, Sie kommen 2 Jahrhunderte zu spät zum Essen. Vielleicht kann ich einen Snack zubereiten. Sie sind bestimmt total ausgehungert. Cosworth, du verhältst dich ein bisschen seltsam. Was ist los? Sir, das war schrecklich. 2 Jahrhunderte ohne Gespräche und ohne jemandem, dem man dient. Die ersten 10 Jahre habe ich die Böden gebohnt. Aber atomaren Fallout kriegt man aus PVC einfach nicht raus. Dann diese Sinnlosigkeit, ein eingestürztes Haus abzustauben. Und das Auto, wie soll man Rost polieren? Tja. Bleib bei mir, Kumpel. Konzentration. Ich weiß leider gar nichts, Sir. Die Bomben fielen und sie sind alle so schnell gegangen. Ich dachte wirklich, Sie und Ihre Familie wären... tot. Ich fand dieses Holoband. Ich glaube, Ihre Frau wollte es Ihnen schenken. Als Überraschung, aber dann, tja, ist alles geschehen. Ein Holoband? Was ist da drauf? Ich glaube, es ist eine persönliche Nachricht für Sie. Meine Etiketteprotokolle erlauben mir nicht, es selbst abzuspielen. Jedes Standard-Holoband-Lesegerät sollte es abspielen können. Zum Beispiel dieser Pip-Boy an Ihrem Arm. Das würde problemlos funktionieren. Also, genug mit meinem Selbstmitleid. Sollen wir gemeinsam das Viertel absuchen? Vielleicht finden wir Ihre Frau und den kleinen Sean noch. Okay, geh voran. Ich bin stolz, dienen zu dürfen, Sir. So, meine Lieben, an dieser Stelle machen wir unseren nächsten Boxenstopp. Hier geht es natürlich spektakulär, spannend und ja leider auch etwas traurig weiter. Lasst auf jeden Fall einen Daumen da, abonniert den Kanal, abonnieren ist super wichtig, ich kann es nicht oft genug sagen. Wäre ganz, ganz lieb, ich bedanke mich im Voraus für euer Abo und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ihr Lieben, bleibt gesund, ciao, ciao.